Daimler, die Daimler AG. Dazu muss man eigentlich nicht viel sagen. Es ist natürlich eine Perle der deutschen Autoindustrie. Nur die Aktie, die mag keiner so recht. Jetzt ist es aber so, chinesische Konzerne steigen ein bei Daimler. Letztes Jahr war es schon Geely, die ein großes Aktienpaket gekauft haben. Und letzte Woche kam dann schon der zweite chinesische Autobauer, der eingestiegen ist bei Daimler, nämlich die Bike Group, BAIC, Bike Group Beijing Automotive. Das wirft schon ein paar Fragen auf, nämlich erstens, kommt Daimler jetzt immer mehr unter chinesische Kontrolle? Gibt es vielleicht sogar die Gefahr, dass Daimler jetzt von China aus übernommen wird? Und das Zweite, was sich natürlich auch aufdrängt, wenn jetzt die ganzen China-Investoren hier Schlange stehen bei Daimler, ist das nicht vielleicht auch ein Signal dafür, dass die Daimler-Aktie möglicherweise doch ein bisschen interessanter ist, als wir alle denken? Also eventuell interessanter auch für Privatanleger. Und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Unsere Autokonzerne, das sind natürlich Filetstücke der deutschen Industrie. Und Aufkäufer aus dem Ausland, die da vielleicht auf eine Übernahme scharf wären, die kommen da auch nicht so einfach ran. Also zum Beispiel bei Volkswagen, da gibt es das VW-Gesetz, dann BMW, das wird kontrolliert von der Familie Quandt. Die haben nicht ganz die Mehrheit, aber die haben fast die Mehrheit. Bei BMW wäre es also auch schwierig. Aber Daimler. Bei Daimler ist es völlig anders. Da gibt es eben nicht den einen Großaktionär. Bei Daimler wäre es theoretisch jederzeit möglich, dass jemand kommt, der genug Geld hat und sich Daimler unter den Nagel reißt. Der Börsenwert von Daimler, der liegt momentan bei 52 Milliarden Dollar, unter 52 Milliarden Euro, Entschuldigung, Euro natürlich. Das heißt aber, wenn man 26 Milliarden Euro hat, plus eine gewisse Prämie dann für die Übernahme, dann hätte man damit schon die Kontrollmehrheit. Und das sind heutzutage keine großen Summen mehr. Es hat da also schon ganz andere Transaktionen gegeben. Das Ganze spielt sich ja auch ab in einer Phase momentan, die für die Autoindustrie schwierig ist. Autokonjunktur ist schwach und dann haben wir auch ganz generelle Zukunftssorgen noch zusätzlich. Also wie sieht die Zukunft für das Auto allgemein aus? Wie werden die neuen Antriebe aussehen? Wie wird das alles? Da ist viel Unsicherheit da, auch über die Entwicklungskosten, die da kommen könnten. Autonomes Fahren ja auch noch und dann natürlich auch noch der Dieselskandal. Und so wirkt sich das dann alles aus. Das ist die Daimler-Aktie, der Chart 5 Jahre. Wir sind hier mehr oder weniger auf mehrjährigen Tiefs und das kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Also es war da jetzt im letzten Jahr eine Gewinnwarnung nach der anderen. Die letzte war jetzt erst vor 2 Wochen. 2018 ist das Konzernergebnis schon geschrumpft um 29% und jetzt im zweiten Quartal 2019, da war es sogar negativ. Da hatten wir einen Konzernverlust von 1,2 Milliarden Euro. Wegen Rückstellungen im Dieselskandal zum Beispiel, dann wegen einer großen Rückrufaktion. Wir haben außerdem noch gehabt eine Gewinnwarnung jetzt für 2019 und es rechnet auch jeder damit, dass die Dividende nochmal gekürzt werden muss angesichts dessen. Und die Dividende ist ja für viele Anleger noch so das letzte Argument dafür, dass sie die Aktie halten. Also insgesamt ist es schon sehr schwierig. Aber ungeachtet dessen, zwei chinesische Autokonzerne sind eingestiegen bei Daimler. Und das ist die aktuelle Aktionärsstruktur von Daimler. Da sieht es jetzt folgendermaßen aus. Also die meisten Aktien haben immer noch institutionelle Investoren, irgendwelche, das ist das große Kuchenstück da unten, 53,8% und dann noch Privatanleger 21,6%. Die sind aber natürlich alle zersplittert und sprechen jetzt nicht unbedingt mit einer Stimme. Der größte Einzelaktionär, das ist Geely, Zhejiang Geely. Die sind eingestiegen im Februar 2018 und die haben 9,7% von den Anteilen und dafür haben sie damals ausgegeben 7,3 Milliarden Euro. Zhejiang Geely übrigens, das ist nicht Geely Automobile, also nicht der börsennotierte Autokonzern aus China, sondern das ist die Muttergesellschaft davon. Der gehört zum Beispiel auch Volvo.
Das wissen Sie alles aus meinem Video vom letzten Jahr. Mythos Geely Aktie hat das Video geheißen. Da ist es alles erklärt, wie das so funktioniert bei Geely. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, schauen Sie es sich noch an. Vielleicht lohnt sich das ja auch. So, und dann vor 2 Wochen, da kam dann der Einstieg der Bike Group. Und die Bike Group, die hat jetzt auch 5%. Wir haben jetzt also 2 Ankeraktionäre aus China. Der dritte Ankeraktionär, das ist immer noch Kuwait, der Staatsfonds von dort, der hat jetzt noch 6,8%. Und dann gibt es noch Renault Nissan mit 3,1%. Der Rest, wie gesagt, Streubesitz aus institutionellen und privaten Investoren. Was ist jetzt der Hintergrund von diesen Käufen aus China? Die sind jetzt natürlich nicht wegen der Dividendenrendite eingestiegen bei Daimler, sondern das sind strategische Beteiligungen. Und dabei wollen beide wahrscheinlich das Gleiche. Die wollen Daimler mit im Boot haben und die wollen Daimler als Partner in China. Und ich fange da jetzt mal mit dem zweiten Investor an, nämlich mit Bike. Das ist nämlich der Einstieg, der am weniger überraschende war. Bike und Daimler sind ja Partner in China und zwar schon ziemlich lang, schon seit 2003. Das geht noch auf die Zeit von Daimler Chrysler zurück. Und die bauen in China Fahrzeuge, Mercedes-Benz-Fahrzeuge, und das mit sehr großem Erfolg. Das Werk, das sie in Peking betreiben zusammen, das ist inzwischen das größte Mercedes-Werk der Welt. Und darum ist es nicht so ungewöhnlich, dass Bike da eingestiegen ist bei Daimler. Die Partnerschaft ist bewährt, aber offensichtlich hatte Bike auch das Gefühl, dass man die jetzt nochmal zementieren muss. Das sind die Besitzverhältnisse aktuell, die Verflechtungen zwischen Daimler und Bike. Die Grafik ist selbst gebastelt. Oben rechts die Bike Group, die ist staatlich. Das ist die Einheit, die jetzt direkt eingestiegen ist bei Daimler. Dann haben wir in der Mitte die Bike Motor Corporation, das ist die börsennotierte Tochter. Das ist die Gesellschaft, von der man auch Aktien kaufen kann, wenn man das tun will. An der wiederum ist Daimler beteiligt mit 9,55%. Das ist auch schon länger so. Und dann haben wir noch das Gemeinschaftsunternehmen Beijing Benz. Das ist nicht börsennotiert, aber da ist der Großteil von der gemeinsamen Produktion drin, von den Mercedes-Autos. Es gibt andere Ventures auch noch, Fujian Benz zum Beispiel, das ist hier nicht ganz vollständig, aber das ist im Prinzip zumindest mal die Struktur. Also, Daimler hat 49% von dem Gemeinschaftsunternehmen. Es gibt immer wieder das Gerücht, dass Daimler da vielleicht sogar noch aufstocken wird in Zukunft. Und Daimler hat außerdem die 9,55% an der börsennotierten Bike Motor Corp. Bike Motor, die börsennotierte, die hat übrigens noch andere Aktivitäten. Die haben eigene Marken und sie haben außerdem noch ein großes Venture mit Hyundai Motor. Und das heißt interessanterweise auch, Daimler ist indirekt beteiligt an einem Unternehmen, das Hyundai baut für den chinesischen Markt. Und zwar gar nicht so wenige. Das ist die Aktie von Bike Motor, 5 Jahre in Hongkong-Dollar. Wir haben auch in China eine Autokonjunktur, die sehr, sehr schwach ist, ungefähr seit einem Jahr, und das belastet die Aktie natürlich. Man muss aber eins auch sagen, also seit Jahresbeginn hält sie sich wieder relativ gut oder entwickelt sich stabil, hat sich damit auch besser entwickelt als andere Autoaktien, aber das Ganze natürlich auf einem niedrigen Niveau. Man muss außerdem sagen, gerade die Marke Mercedes in China entwickelt sich noch relativ gut. Und das hat Bike letztes Jahr auch sehr geholfen noch. Also 2018 war ja auch schon ein schwieriges Jahr und Bike hat da aber trotzdem noch ein Umsatzwachstum geschafft von 13% 2018. Und der Gewinn, der den Aktionären zurechenbar ist, der ist sogar gestiegen um 96%. Kann man also sagen, Bike Motor hat sich da in einem Marktumfeld, das sehr schwierig war, wirklich der allgemeinen Entwicklung entgegengestemmt. Kommen wir zu Geely. Geely, wie gesagt, der größte Einzelaktionär bei Daimler seit 1,5 Jahren. Die sind damals wirklich eingestiegen von einem Tag auf den anderen. Das war wirklich überraschend. Denn Daimler hat mit denen ja nichts zu tun gehabt damals. Oder ganz im Gegenteil sogar, das waren ja sogar Konkurrenten.
Zhejiang Geely gehört Volvo und damit ist es natürlich ganz klar ein Wettbewerber gewesen, der da eingestiegen ist. Zhejiang Geely hat viel Geld. Zhejiang Geely will offensichtlich wachsen international und will dafür weitere Partner haben. Volvo allein reicht da anscheinend noch nicht. Und da hat man sich dann eben für Daimler entschieden, hat sich an Daimler rangeworfen. Und für Daimler war das eine Situation, die wahrscheinlich schon relativ schwierig war, weil man hat ja schon einen Partner gehabt in China und der Konkurrent von diesem Partner, der ist jetzt aber plötzlich der größte Aktionär gewesen. Und am Ende ist es so gelaufen, Geely hat auch eine Kooperation bekommen mit Daimler, nämlich beim Smart. Es ist so, ab 2022 werden alle Smarts dann in China gebaut von einem Venture von Daimler und Geely. Da hat dann jeder davon 50% der Anteile und das war jetzt auf jeden Fall schon mal so eine Art Zugeständnis auch. Die Frage ist, ob es weitere geben wird, aber Geely hat durch den Einstieg bei Daimler auf jeden Fall schon Druck aufgebaut und sich da als Partner ins Spiel gebracht, den man wahrscheinlich auch in Zukunft berücksichtigen muss. Und hier haben wir die Beteiligungen auch nochmal zwischen Daimler und Geely. Zhejiang Geely, wie gesagt, größter Daimler-Aktionär mit einem Anteil von 9,7%. Daimler im Gegenzug ist an Zhejiang Geely nicht beteiligt und ist auch nicht beteiligt an Geely Automobile, der börsennotierten Tochter, die wir hier unten sehen rechts. Aber Daimler hat in Zukunft wenigstens noch 50% an Smart. Die andere Hälfte gehört Zhejiang Geely. Das heißt, dass die börsennotierte Tochter, also Geely Automobile, die wird nicht beteiligt sein an Smart. Und die ist auch nicht beteiligt an Daimler. Das wird zwar immer wieder behauptet, aber es stimmt nicht. Und sie ist auch nicht beteiligt an Volvo. Aber sehr wahrscheinlich profitiert sie von dem Know-how, das da reinkommt, über diese Partnerschaften natürlich, das da in den Konzern reinkommt. Und davon unabhängig mal, Geely Automobile ist natürlich in China einer der erfolgreichsten Autobauer. Das ist gar keine Frage. Was diese China-Autoaktien jetzt speziell betrifft, also Bike und Geely, die ja natürlich schon sehr interessant sind, da gehen wir jetzt nicht mehr weiter in die Tiefe heute. Das machen wir dann nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Die Reports von uns, die sind auch gratis natürlich und die gehen automatisch an jeden raus, der sich anmeldet auf www.zukunfts-märkte.de. Wenn Sie es also noch nicht gemacht haben, einmal anmelden, dann kriegen Sie die Reports von uns immer gratis rausgeschickt. Und speziell nächste Woche, da geht es dann eben um den chinesischen Automarkt, der ja nach wie vor der größte Automarkt der Welt ist, Tendenz steigend. Und es gibt ein Update zu den Autoaktien aus China, die jetzt für viele Leute interessant sind, nämlich natürlich aus gegebenem Anlass Bike Motor und Geely, die wir ja hier jetzt auch immer genannt haben, und natürlich auch BYD, der Elektroautospezialist aus China. Also am besten jetzt einfach gleich anmelden für diesen nächsten Report. Der Link ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. So, und was jetzt Daimler betrifft, was sagt uns das, was zeigt uns das mit diesen China-Großaktionären? Was ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass Daimler jetzt einfach übernommen wird demnächst von einem chinesischen Autobauer. Das wird einfach nicht funktionieren in dem Umfeld, das wir haben. Das wird ja auch die deutsche Politik hier sicherlich nicht zulassen. Insofern eine Übernahmespekulation bei Daimler, das geht wahrscheinlich so nicht auf. Aber was ich schon vermute, dass der Einfluss aus China, die Ausrichtung auch von Daimler in Richtung China, dass die schon stärker werden wird, also möglicherweise stärker, als wir das heute glauben. Zwei von drei Großaktionären sind zurzeit aus China. Daimler ist ohnehin ein globaler Konzern, der auch global agieren muss. Der chinesische Markt wird sowieso immer wichtiger. Daimler ist in China noch nicht so stark, wie Volkswagen in China ist oder wie BMW da ist. Daimler hat da durchaus noch Nachholbedarf. Und auf der anderen Seite läuft es aber für Daimler in China momentan nicht schlecht zurzeit. Und für den Konzern an sich und für die Aktionäre ist das Ganze ja wahrscheinlich auch positiv.
Und wir wissen auch, Daimler ist ein begehrter Partner für chinesische Konzerne, ganz offensichtlich. Es gibt sogar noch ein drittes Venture, das ist mit BYD, dem Elektroautobauer. Das ist aber nicht so groß, deswegen habe ich das jetzt auch unterschlagen. Auf jeden Fall, Daimler ist heiß begehrt in China. Das heißt auch, man ist vielleicht mal in der Zwickmühle immer wieder. Also mit wem arbeitet man jetzt, mit wem macht man was, ohne dass man den anderen vor den Kopf stößt. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine Position natürlich, die sehr komfortabel ist. Also Daimler ist nicht auf Gedeih und Verderb angewiesen auf einen Partner in China, sondern Daimler kann im Prinzip abwägen, mit wem macht was Sinn und mit welchem Partner ist was aussichtsreich. Und es zeigt uns auf jeden Fall, den China-Partnern ist die Zusammenarbeit mit Daimler sehr viel wert und sie haben auch kein Problem damit, dass sie dafür entsprechend Milliardeninvestments eingehen. Also sind ganz klar strategische Investoren, aber als solche hat für sie diese Beteiligung an Daimler einen hohen Wert. Und dass die Aktie so billig war oder immer noch ist in den letzten Jahren und immer noch ist, das ist ihnen sicher natürlich auch entgegengekommen. Heißt nicht zwingend, dass die Daimler-Aktie jetzt unterbewertet sein muss. Den China-Investoren geht es ja jetzt auch nicht um Kursgewinne, die sie mit der Daimler-Aktie haben. Aber ich glaube trotzdem, man kann trotzdem aus solchen Transaktionen auch ein bisschen was lernen und ein bisschen was mitnehmen, wenn man sich dann eben mal reinversetzt in diese strategischen Investoren, auch was da die Sichtweise angeht. Vielleicht sieht man ja das eine oder andere dann anders, zum Beispiel im Fall Daimler. Vielleicht sieht man da dann eben weniger die aktuell brandaktuellen Themen, Branchenabschwung, Autokonjunktur, Dieselskandal und so weiter, sondern vielleicht sieht man dann eher mal auch die Technologie und das Know-how und starke Marken, die hier ja bei Daimler vorhanden sind und die ganze Expertise. Das sind ja auch alles Dinge, die man bekommt, wenn man eine Aktie kauft. Kurzfristig ist es wahrscheinlich nicht entscheidend für die Kursentwicklung, mittelfristig aber vielleicht ja doch. Auf jeden Fall, wir haben diese strategischen Investoren aus China und möglicherweise signalisieren die uns ja, dass da Werte vorhanden sind, wegen denen sich eine Investition vielleicht langfristig eben doch lohnt. Hängt aber ganz klar natürlich auch von der Sichtweise ab, die man da hat als Anleger. Autoaktien sind billig. Und auf der anderen Seite, wir haben einen zyklischen Abschwung im Autosektor weltweit, auch in China. Wie weit der noch geht, dieser zyklische Abschwung, das ist natürlich nicht so ganz klar momentan, ist auch nicht so ganz einfach einzuschätzen. Aber was diese anderen Themen betrifft, die da auch immer angeführt werden, nämlich diese angebliche strukturelle Krise im Autosektor, dass der Autosektor davor vor ganz bedrohlichen Umwälzungen steht, die er vielleicht nicht überlebt. Das halte ich für übertrieben, nach wie vor. Also ich bin immer noch der Meinung, dass da jetzt zwar viel Wirbel drum gemacht wird um diese ganzen Dinge, aber dass es am Ende nicht dazu kommen wird, dass das den Autosektor dann wirklich abwürgen wird. Also Herausforderungen, ja, das ist völlig klar, aber dieser große Bedeutungsverlust der Autobauer, der da ja jetzt angeblich im Raum stehen soll, den sehe ich persönlich bis auf Weiteres nicht. Das Ganze bleibt natürlich spannend. Wir haben das Thema schon öfter behandelt. Wir behandeln das Autothema sicherlich auch in Zukunft. Und wenn es für Sie interessant ist, wenn Sie da auch dranbleiben wollen an solchen Themen, also vielleicht auch mal Autosektor Asien und China, dann am besten Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren. Beim Anmelden gleich auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch immer gleich die Benachrichtigung und dass da neue Videos von uns da sind, die Sie dann ja vielleicht auch gleich sehen wollen. Ansonsten schauen Sie sich natürlich gern um auf dem Kanal und wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, nächste Woche mit einem neuen Thema. In diesem Sinne alles Gute Ihnen und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.